Gottes und vor dieser Frast, diesen Weihrauch da. Willens bei etwas, was wir tun, was wir hier tun, bei Meditierenden, bei den Lehrern, bei den Gurus, nicht um Freiheit geht. Wenn ihr das Gefühl habt, es geht eigentlich mehr wiederum gefangen sein, geht. Der Buddha lehrt den Weg in die Freiheit, nicht in die Gefangenschaft. Zugehörigkeit irgend zu etwas, Hingabe, wirklich alles geben, ist immer nur ein Ausdruck, ist immer nur etwas, was zur Freiheit führen soll und nicht zu neuer Gefangenschaft. Das Dharma, das der Buddha lehrt, ist nichts anderes als das Rauschen des Flusses. Das Streichholz entzünden, tausend Jahre Dunkelheit schwinden. Freie treten, tausend Leben in Gefangenschaft sind dahin. Damit ihr alle das Gedicht noch einmal hört und vielleicht auch übersetzen könnt. Das Streichholz entzünden, tausend Jahre Dunkelheit schwinden. Ins Freie treten, tausend Leben in Gefangenschaft sind dahin. Der Moment des Erwachens nach endlosen Zeiten kommt unerwartet, also gib Acht. Unangekündigt naht stets der Gast, ihm bereite ich sorgsam den Tee. In unserer Traditionslinie Rinzai Zen hat Meister Lin Chi oder Rinzai sehr viel darüber gesprochen, das Verhältnis von Gast und Gastgeber. Wer sind wir? Manchmal sind wir selbst der Gast. Manchmal werden wir zum Gastgeber. Im Moment bist du Gast, die Welt da draußen. Bist du Gastgeber und die Welt da draußen ist dein Gast. Jeder Mensch, der kommt, ist dein Gast. Aber nicht nur der Mensch. Deine Krankheit, der Tod, der Bauer, der immer dann, ausgerechnet dann, kommen muss, wenn wir was machen. Das ist nur unser Gast. Wie ist mein Verhältnis zum Gast? Einige Gäste lieben wir, andere hassen wir. Das ist nicht der Weg. Jedem Gast, ich sage es noch einmal, jedem Gast bereite ich sorgsam den Tee. Naja, ist ein großes Ziel. Ich hoffe, dass du dich in diese Richtung noch ein bisschen weiterentwickelst. Das ist nicht leicht. Ich jedenfalls bin nicht in der Lage, das immer zu tun. Aber es ist eine Vision. Und aus diesem Grunde sei dein Gedicht angenommen.
Taoroshi sind dauernd. Meine Wenigkeit gibt dir folgendes Gedicht zurück. Hell und frei leuchtet der Mond durchs ganze All. Nur die Narren fesseln sich selbst. Im lichtvollen Herzen sind alle Gäste willkommen. Ein jeder vertieft nur dein eigenes Erwachen. Das Dharma braucht kein Gedicht, um es zu beschreiben. Und doch suchen wir immer wieder nach Worten, dem Ausdruck zu geben. Und dieser wunderschöne Garten hier, er braucht auch kein Tor, damit wir ihn betreten können. Und doch sind wir alle durch dieses formschöne Tor hineingekommen. Sind Gastgeber und Gast wahrhaftig frei, verschwinden die Rollen und Unterschiede. Und im Vordergrund steht der Geschmack des Tees. Tee trinken, nur das. Quelle des Licht, ne? Leuchten, erwachen, Bodhi. Und hier unten der Stempel, der Siegel von Sie Bauern. Do you do things like this in the sun?